Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Ich bin Lisa und ich freue mich mega, dich hier vielleicht zum allerersten Mal begrüßen zu dürfen oder vielleicht auch als Wiederholungstäter. Heute soll es um das große Thema Motivation gehen. Es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, wie ich finde, mit dem ich mich in der letzten Zeit sehr viel beschäftigt habe, über einige Monate hinweg. Ich habe mir viele Gedanken dazu gemacht, habe versucht, die jetzt so ein bisschen zu sortieren und möchte diese heute mit dir teilen. Dafür werde ich das Video in drei Themenblöcke splitten und der erste Themenblock wird sozusagen eine Anleitung für dich, ganz persönlich, ein kleiner roter Faden, fünf Schritte, die du selber gehen kannst, um aus deiner inneren Mitte heraus einfach neue Motivation und Energie zu schaffen. Für den zweiten Themenblock habe ich mir insgesamt drei verschiedene Antworten aus meiner letzten Instagram-Umfrage zum Thema Demotivation rausgesucht, die ich heute gerne mit dir zusammen diskutieren möchte und hoffentlich einen Lösungsansatz finde. Da eine der Instagram-Antworten ziemlich tiefgründig war und mich emotional auch irgendwie berührt hat, wollte ich ganz gerne nochmal mit dir eine Geschichte aus meiner Vergangenheit und quasi auch aus meiner Gegenwart mit dir teilen, denn die gehören irgendwie zusammen und hat sich jetzt zum Positiven gewandt. Also toi toi toi, es ist noch nicht ganz durch. Aber vielleicht schaffe ich es ja genau mit dieser Geschichte, dich auch nochmal auf eine andere Art und Weise zu motivieren. Und Themenblock 3 beschäftigt sich dann nochmal ganz direkt speziell mit dem Thema Sport. Meine Top-Motivationstipps, was ich mache, wenn ich mal wirklich einen Tag, mal davon abgesehen, dass es auch mal okay ist, wenn man einen Tag mal keine Lust hat und auf der Couch steht, einen Tag wirklich keinen Bock habe, obwohl ich weiß, ich muss eigentlich zum Sport. Und los geht's mit unserem roten Faden hin zur Motivation. Dabei kann ich dir jetzt keine konkreten Beispiele nennen, denn das ist etwas, was wirklich du ganz persönlich für dich entscheiden musst. Deshalb nimm dir am besten jetzt nochmal einen Stift und ein Papier zur Hand und schreib dir diese Dinge auf. Erstens, die wohl wichtigste und entscheidendste Frage ist nach dem Warum. Wofür mache ich das und was erwarte ich mir davon? Schreib dir dafür wirklich mal ein paar Gedanken auf. Hör tief in dich rein, schreib nicht das nächstbeste aus, obwohl vielleicht manchmal auch dein Bauchgefühl das Richtige ist, aber nimm dir dafür Zeit. Zweitens, nicht das Warum von anderen ist wichtig, sondern dein ganz persönliches. Das klingt vielleicht banal, weil du dir denkst so, hey, ja, na klar schreibe ich hier meine Gründe auf, aber wir lassen uns doch schneller und unbewusster beeinflussen, als wir oft denken. Zum Beispiel ist für den einen beim Sport die Gesundheit total wichtig. Und du lässt dir das einreden und du denkst dir, ja klar, doch, die Gesundheit, das ist schon wichtig. Doch, das ist mein Grund, den schreibe ich mir auf. Dabei ist dein persönlicher Beweggrund eigentlich, deine Figur zu formen, dass du dich in deinem Bikini oder in deiner Badehose richtig wohlfühlst. Und das ist auch voll okay, wenn das deine persönlichen Gründe sind. Drittens, es verknüpft eigentlich mit unserem zweiten Punkt, nämlich wieder deine ehrlichen Gründe, deine wirklich komplett ehrlichen Gründe. Du machst das nur für dich selbst. Du brauchst dich nicht schämen für deine Gründe, sei es zum Thema Rauchen, zum Thema Sport, zum Thema Ernährung, was auch immer. Sei ehrlich zu dir selbst und nimm keine Gründe, die die Gesellschaft vorplappert, die du in den Nachrichten hörst, die du in den Zeitungen liest, die du in Büchern liest oder wie auch immer, sondern versuch wirklich so ehrlich und knallhart zu sein, wie es geht. Viertens, ein sehr wichtiger Punkt finde ich, konzentriere dich auf die Gründe, warum du es tun solltest, also warum du denkst, dass du es tun solltest und nicht auf die Gründe, die dich eigentlich zu Hause bleiben lassen würden. Konzentriere dich immer auf das Positive. Konzentriere dich nicht auf den Schweinehund, der sagt, wir machen das doch nicht. Und der letzte Punkt, lass dich nicht von anderen unter Druck setzen. Lass dir nicht sagen, was du tun oder was du lassen sollst und lass dir keine Konsequenzen aufzählen, was passiert, wenn du das eventuell nicht machst. Es ist dein Leben, dein Körper und deine Entscheidungen. Ihr wisst ja, ich habe einen Sportkanal. Ich möchte aber, dass ihr das jetzt nochmal differenziert und nicht nur auf das Thema Sport seht, sondern auf alles. Sei es irgendwelche ärztlichen Untersuchungen, sei es, wie gesagt, das Thema Rauchen, sei es aber auch mit dem Lesen anzufangen oder sonst irgendwas. Das gilt für alle Lebenslagen, privat oder beruflich, ganz egal. Konzentrier dich einfach nur auf dich. Und schon sind wir beim zweiten Themenblock angekommen, nämlich auf die Instagram-Antworten. Kommt es jetzt an, die ich diskutieren werde? Und die erste Antwort ist, das geht uns oft allen so, das Wetter. Ich musste extrem lachen, als ich diese Antwort gelesen habe, weil sie tatsächlich viermal gekommen ist. Viermal, Leute, unglaublich, dass ihr genauso
wetteraffin seid wie ich. Ich merke den Unterschied so extrem zwischen den Tagen, an denen die Sonne scheint und es mir einfach gut geht. Ich spüre eine Energie in mir, die ich kaum beschreiben kann, im Vergleich zu den Tagen, wo es halt bewölkt und regnerisch vielleicht sogar noch ist. Aber lasst uns das Wetter vergessen. Wir können nichts an dem Wetter ändern. Es ist, wie es ist. Und deshalb sage ich euch, macht euch gute Musik an, schaut euch Urlaubsbilder an und keine Ahnung, hängt euch ein großes Bild von der Sonne in eurem Wohnzimmer, steht auf, schaut dieses Bild an und denkt euch, das ist mein Tag. Macht den Vorhang einfach erst gar nicht auf, sondern kleidet euch einfach nach eurem Gemüt. Checkt vielleicht trotzdem mal kurz, wie warm es heute wird, damit ihr nicht komplett falsch angezogen seid. Und dann geht mit einem Lächeln heraus. Die zweite Sache ist schon ein bisschen tiefgründiger, kam auch nur einmal. Aber ich glaube, dass sie viele von uns beschäftigt, mich eingeschlossen. Die Angst vor dem Versagen. Dass man sich etwas vorgenommen hat, wie zum Beispiel, dass man dreimal die Woche zum Sport geht und auf einmal kommt irgendwas dazwischen und ihr schafft es nicht. Ihr geht nur zweimal, ihr seid wahnsinnig enttäuscht von euch und schämt euch vielleicht sogar vor euren nahestehenden Leuten, denen ihr gesagt habt, ab jetzt gehe ich immer dreimal zum Sport. Natürlich ist das jetzt nur ein kleines Beispiel mit den dreimal oder zweimal zum Sport gehen. Aber was ich da sagen möchte, seid nicht so hart zu euch. Ich kenne das, wie gesagt, auch von mir selber. Ich habe ja gerade mein Spagatvideo hochgeladen und mit meiner rechten Seite kam ich Jahre, noch nie. Noch nie kam ich mit meiner rechten Seite runter und ich habe es nicht verstanden. Ich habe jeden Tag trainiert und jeden Tag habe ich mich geärgert und war dann wieder demotiviert und enttäuscht, wenn ich dann vielleicht sogar wieder Rückschritte gegangen bin. Aber das ist okay. Und jetzt passend, genau passend, in dem Moment, als ich dieses Video gedreht habe zum Thema Spagat, saß ich auf einmal mit meiner rechten Seite im Spagat. Und ich habe mich so sehr gefreut. Das heißt, Leute, seid nicht so hart zu euch. Wir machen alle Rückschritte. Und man kann nicht immer alles einhalten, bloß weil wir uns das vorgenommen haben. So sind wir einfach. Wir sind menschlich. Und es ist auch okay. Es ist wirklich okay. Und irgendwann kommt der Tag, wo ihr eure Ziele erreichen werdet. Kommen wir jetzt nun schon zu meiner letzten Instagram-Antwort, die mich ja sehr emotional berührt hat und auch beschäftigt hat. Nämlich, dass es denjenigen demotiviert, sobald andere Leute es ihm nicht zutrauen, beziehungsweise ihm sogar sagen, dass er es eh nicht schaffen wird. Und das tat mir irgendwie so leid, weil erstens sollten wir uns nicht mit Menschen umgeben, die uns irgendwas nicht zutrauen. Und deswegen ist eine Sache, die ich euch hiermit ganz dringend mitteilen möchte. Ich weiß, dass wir an einige Personen ziemlich stark hängen, aber distanziert euch von Menschen, die euch emotional einfach nicht gut tun, die euch verletzen und es eine toxische Verbindung ist, die ihr vielleicht mit diesen Menschen habt. Es ist so wichtig, dass ihr euch mit Menschen umgibt, die euch selber einfach nur gut tun, die euch positive Vibes spüren lassen. Und die zweite Sache ist, wenn ihr dann doch nicht darum herumkommt, mit diesen Menschen Kontakt zu haben, dann zeigt es den Menschen jetzt erst recht. Diese Antwort, dass ihr etwas nicht schaffen könnt, sollte euch nur noch mehr motivieren und euch nur noch mehr dazu bringen, durchzuziehen und eure Ziele zu erreichen. Puh, kurz durchatmen, okay, jetzt zu meiner Geschichte. Nämlich im Wintersemester 2019, wohlgemerkt, wir haben jetzt Wintersemester 2021, also 2 Jahre später, hatte ich das Seminar Schwimmen. Und ich weiß, dass es eine Hürde ist für sehr viele Sportstudenten. Aber mich hat dieses Seminar oder dieses Thema echt extrem fertig gemacht. Für mich war das so ein schlimmes Semester. Ich musste mich da jedes Mal extrem hinschleppen. Ich hätte mich lieber verletzt, als da zu dem Seminar zu gehen oder halt eben ins Training zu gehen. Und auch auf dem Weg hin zum Seminar sind dann doch auch ab und zu mal ein paar Tränchen geflossen. Es war kalt draußen und ich wollte einfach nicht, ich wollte es partout nicht, was total weird ist, weil ich ja eigentlich Wasser liebe. Ich liebe Wassersport, ich liebe Surfen, Schnorcheln, alles drum und dran. Aber da in dieser Eiskälte, bei diesem ekelhaften Wetter, dann da in diese kalte Schwimmhalle rein, mich dann abzuduschen in meinen Badeanzug mit kaltem Wasser, dann diesen ewig langen Weg am Wasserbecken, am Wasserrand lang zu laufen, bis dann hin zu unserem Schwimmplatz in nass, war für mich Horror. Und ich war so demotiviert. Ich habe es natürlich trotzdem durchgezogen, aber kurz vor der Prüfung bin ich dann krank geworden und
Hand aufs Herz, ich sag's zwar immer wieder, ich konnte halt nicht teilnehmen, weil ich krank war, musste mich leider von der Prüfung abmelden. Aber ich war nicht so krank, dass ich hätte die Prüfung nicht machen können. Echt nicht. Aber es kam mir sehr gelegen. Ich habe mich noch nie so sehr über eine Krankheit gefreut wie in diesem Moment. Und dann wollte ich mich halt für den Zweitprüfungszeitraum anmelden. Oder habe ich dann auch gemacht, damit ich dann im zweiten Prüfungszeitraum dann die Prüfung machen kann. Habe dann auch wieder trainiert, mich wieder hingequält. Und ihr könnt euch wirklich nicht vorstellen, wie mich das belastet hat. Und dann kam halt Corona. Die Prüfung wurde kurzfristig abgesagt. Und was soll ich euch sagen? Ich habe mich so gefreut. Ich wollte nicht ins Wasser. Ich wollte diese Prüfung einfach nicht machen. Hab dann vor meinen Freunden dann rumgeheult. Ach Mann, ey, und jetzt war ich krank in dem Moment und konnte die Prüfung nicht machen. Und jetzt kommt genau jetzt, wenn ich endlich diese Prüfung hätte machen können und hinter mir hätte, dann konnte ich es wieder nicht machen wegen Corona. So habe ich halt geredet und es war halt absoluter Blödsinn, weil ich halt einfach mich nur gefreut habe. Und dann habe ich mir gesagt, ich mache das einfach im Sommer. Im Sommer habe ich einen ganz anderen Vibe und dann schaffe ich das auch und dann gehe ich da ganz anders ran. Und irgendwie hat es sich nicht ergeben, weil ihr wisst, Corona hat immer mal wieder zugeschlagen und Schwimmen während Corona war nicht ganz so möglich. Als es dann wieder möglich war und man die Seminare wieder besuchen konnte, das musste ich ja nicht mehr machen, weil mein Seminar hatte ich ja erfolgreich abgeschlossen, sondern nur die Prüfung hat mir gefehlt, gab es halt eben kein Tutorium. Das bedeutet keine Übungsstunden. Und ich konnte halt nicht an einer Prüfung für Schwimmen teilnehmen, für die ich nicht üben konnte, weil ich wirklich nicht so gut im Schwimmen, dass ich die Prüfung einfach so hier nichts, mir nichts machen könnte. Jetzt bin ich im 5. Semester, in meinem letzten richtigen Semester, wo ich Kurse belege und habe immer noch keine Schwimmprüfung. Es ist wieder Wintersemester und das bedeutet für mich, oder bedeutete und jetzt immer noch, ich muss mich jetzt wohl dem aussetzen und doch im Winter wieder zu den Seminar gehen, beziehungsweise zu den Tutorium, also zu den Übungsstunden und einfach durchbeißen. Aber irgendwie hat sich in den letzten 2 Jahren mein Mindset absolut geändert. Früher war es wirklich so, als ich dann unter dieser Dusche stand, bin ich dann so zum Becken gelaufen, mein Körper extrem angespannt und habe alles um mich herum einfach nur gehasst. Heute dusche ich mich ab, es ist immer noch kalt, richte meine Schultern wieder auf und laufe ganz confident zu unserem Schwimmplatz. Laufe danach nicht diese kleine Treppe dann runter ins Wasser und quäle mich da irgendwie rein, sondern stelle mich weiter ganz confident direkt auf den Startsprung, spring mit einem Kopfsprung rein und leg los. Ich schalte den Kopf aus und mache es einfach. Es wird niemals meine Sportart werden, im Winter schwimmen zu gehen. Aber ich kann euch sagen, als ich in diesem Moment, als ich da selbstbewusst hingegangen bin und das alles runtergeschüttelt habe von mir und das einfach getan habe, hat es sogar angefangen, mir Spaß zu machen. Und jetzt ist es so, dass ich gar keine Sorge mehr vorher habe, wenn ich hinfahre zu den Trainingsstunden und mir den Kopf mache, wie es werden könnte oder auch gar keinen Gedanken überhaupt nur daran verschwende, dass es eventuell jetzt blöd sein könnte oder sonst irgendwas. Ich fahre einfach hin, ziehe es durch und habe dann hoffentlich am 24.02. meine Prüfung erfolgreich bestanden. Ja, das ist eine kleine Geschichte. Ich habe sie jetzt lang ausgeführt, aber es hat mich ziemlich doll beschäftigt in den letzten Jahren tatsächlich. Und vielleicht kann ich dich damit einfach motivieren. Einfach Kopf aus und durch geht's. So, und falls du jetzt noch dran bist, gibt es jetzt noch meine knackigen Favorite-Sport-Motivationstipps, die ich bei mir selber anwende, wenn ich wirklich mal keine Lust habe. Wie ich bereits zu Beginn gesagt habe, es ist auch okay, mal keine Lust zu haben und sich auf die Couch zu setzen, einen gesunden Snack zu nehmen und einfach mal seine Lieblingssoap zu nehmen. Wir sind Menschen, wir haben alle viel zu tun und nicht jeder Tag ist der gleiche und manchmal fühlen wir uns einfach nicht. Und das ist okay. Aber wenn du diese Tage ständig hintereinander hast, wo du eigentlich dich nur auf die Couch setzen möchtest, dann hör jetzt gut zu. Wenn ich mal wirklich keine Lust habe, dann mache ich mir richtig laut, danke meine lieben Nachbarn, dass ihr euch noch nie beschwert habt, meine liebste Musik an, pause die richtig durch, zieh mir mein allerliebstes Sportset an. Okay, das sind vielleicht die Motivationstipps für die Mädels und nicht für die Boys. Aber ich bin halt auch ein Mädchen, so sorry. Zieh mir mein liebstes Sportoutfit an. Stell mich vor den Spiegel. Fühl mich.
mache mir Make-up ins Gesicht, mal mir vielleicht sogar noch rote Lippen, auch wenn man sagt, ja beim Sport, da kann man ruhig natürlich sein, da schwitzt man ja eh, da braucht man sich nicht schminken. Ich sehe das anders, weil wenn ihr einfach mal keinen Bock habt, dann gibt es nichts Besseres, als sich selbst einfach wohlzufühlen. Also, mach dir Lippenstift drauf, schmink dir deine Wimpern, mach dir vielleicht auch künstliche Wimpern drauf. Wenn es dir hilft, dann ist es so. Mach dich einfach schick, so als würdest du ausgehen. Und dann kommst du direkt einfach in einen ganz anderen Mut rein. Mein weiterer Motivationstipp ist, dass du dir jetzt schon vorher ausmalst, was du dir nach dem Sport gönnst. Was heißt gönnen, ne? Also man kann ja auch gesund und lecker essen. Also dass du dir vorm Sport schon ausmalst, was du heute zum Abendbrot essen wirst. Und dass es dir halt einfach nochmal tausendmal besser schmecken wird, wenn du weißt, dass du davor beim Sport warst und was getan hast. Der nächste Motivationstipp ist ganz klar die perfekte Sportzeit. Ich weiß, dass unser Alltag das nicht immer hergibt, dass wir uns die Sportzeit so nehmen können, wie wir sie wollen. Also ich habe momentan halt, ich bin Studentin und arbeite als Trainerin. Ich habe da momentan ziemlich viel Glück und kann mir halt eben auch um 10 sagen, ich gehe jetzt zum Sport, weil das ist halt eben meine persönliche beste Sportzeit. Aber vielleicht hast auch du die Möglichkeit, eben nicht erst abends um 19 Uhr zum Sport zu gehen, wenn eigentlich der Tag schon gelaufen ist und du schon super viele Eindrücke in deinem Kopf gesammelt hast und dir eigentlich nur denkst so, nee, heute nicht mehr mit mir. Sondern, dass du vielleicht vor deiner Arbeit zum Sport gehst. Ich weiß, einige von euch müssen sehr, sehr, sehr früh auf Arbeit sein. Und das ist auch nicht immer möglich. Aber vielleicht mal den Chef fragen, ob es möglich wäre, eine Stunde später anzufangen und dafür eine Stunde später zu gehen. Und dann früh zum Sport zu gehen. Vielleicht hast du aber auch ein Sportstudio ganz, ganz, ganz nah bei dir in der Nähe auf Arbeit. Und du kannst in deiner Mittagspause zum Sport gehen. Und wenn du halt eben eine Stunde für Sport brauchst und du nur eine halbe Stunde Pause hast, dann einfach eine halbe Stunde am Ende des Tages länger arbeiten. Glaub mir. Oder was heißt glaub mir? Probier es aus. Für mich persönlich gibt es nichts Schlimmeres, als an einem langen Tag nach Hause zu kommen, sage ich mal, um 16 Uhr hier zu sein. Dann habe ich erstmal Hunger, muss ich erstmal was essen, dann setze ich mich auf die Couch. Und wenn dann noch mein Freund zu mir sagt, Schatz, wollen wir jetzt zum Sport gehen? Dann denke ich mir so, mm-mm. Das heißt, find einfach deine Lieblingszeit raus. Probier dich da aus, probier es vor der Arbeit, probier es nach der Arbeit, probier es während der Arbeit und so weiter und so fort. Irgendwann wirst du deine perfekte Zeit finden. Und den letzten Tipp, den ich dir geben möchte, wenn du merkst, dass du beim Sport irgendwie, also du bist schon hingefahren und an sich vielleicht klappt auch die Zeit oder die Zeit stimmt auch und dein Outfit stimmt und alles drum und dran stimmt, aber irgendwie hast du trotzdem keinen Bock, wenn du da bist. Vielleicht schreib den Trainingsplan um. Such dir nochmal einen Trainer, vielleicht auch mich, und lass dir nochmal einen ganz persönlichen Trainingsplan schreiben. Setz dich mit einem Trainer auseinander, der deine persönlichen Ziele analysieren kann und somit ein perfekt auf dich abgestimmtes Training zusammenstellen kann. Glaub mir, das ist Gold wert. Denn viele trainieren einfach so, wie sie es halt eben denken oder bei anderen Leuten gesehen haben. Aber bloß weil es bei irgendwelchen Fitness-Influencern das perfekte Training ist, heißt es noch lange nicht, dass es für dich auch das perfekte Training ist. Und das waren sie auch schon. Meine Top-Favorite-Sport-Motivationstipps und noch mehr, wie ihr ja schon im ersten und zweiten Themenblock gesehen habt. Ich freue mich mega, dass du dran geblieben bist, dass du bis zum Ende dieses Video geschaut hast. Und ich hoffe so, so, so sehr, dass ich dir vielleicht ein bisschen helfen konnte, und du dich in den nächsten Wochen vielleicht einfach ein bisschen besser fühlst und das direkt anwenden kannst. Also, mach's gut, ihr Lieben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.